Hallo, Herr Professor. Grüß Gott, Herr Tobias, was erschafft mir die Ehre? Ich hätte einige Fragen an Sie. In UFA müssen wir ein Projekt machen und da geht es um wissenschaftliches Arbeiten. Ah, ich verstehe, ein sehr interessantes Thema. Und wieso fragst du mich das? Oder hast du im Unterricht nicht aufgepasst? Nein, natürlich habe ich aufgepasst, aber ich habe es versucht, aber irgendwie nicht verstanden. Die erste Frage wäre, was versteht man unter wissenschaftlichen Arbeiten? Sehr geehrter Herr Professor. Also sehr gute Frage, Herr Tobias. Und die wissenschaftliches Arbeiten beschreibt die Ausprägung und Weise, wie man im wissenschaftlichen Kontext arbeitet. Und wichtige Rahmenbedingungen sind Objektivität, Sachlichkeit, gute Quelle und natürlich auch ein guter Überblick über die Forschungslage und richtiges Zitieren. Ah, okay, jetzt verstehe ich schon mehr, aber was wären jetzt Forschungsmethoden oder welche gibt es? Auf diese Antwort komme ich leider noch nicht. Also, als erstes einmal gibt es die empirische Forschungsmethode, die dann in zwei unterteilt wird. Doch was ist die empirische Forschungsmethode? Die empirische bezeichnet Erkenntnisse, die aus wissenschaftlichen Erfahrungen gewonnen werden. Diese wird erteilt in qualitative empirische Forschungsmethode und die quantitative empirische Forschungsmethode. Die Beispiele für qualitative wäre eine Fallstudie, qualitative Interviews, Gruppendiskussion, qualitative Inhaltsanalyse und qualitative Beobachtung. Natürlich gibt es wahrscheinlich wieder mehr. Doch was wären quantitative? Quantitative setzt man zuerst einmal ein, wenn man möglichst viele numerische Daten sammeln möchte. Ich glaube, was numerische Daten sind, das weißt du sicher schon. Beispiele wären Meta-Analyse, eine Umfrage, Literaturrecherche, strukturiertes Interview, ein Experiment oder auch eine quantitative Inhaltsanalyse. Ich hoffe, du weißt jetzt, was Forschungsmethoden sind. Hast du noch eine Frage? Okay, aber ich habe noch immer einige Fragen. Wie kann man die Glaubwürdigkeit einer Online-Quelle bewerten? Gibt es da Regeln oder gibt es ein gewisses Schema? Das würde mich auch noch interessieren. Also Tobias, bei dieser Frage gibt es genau 9 goldene Regeln, die ich dir jetzt erzähle. Also als erstes ist das ansprechende Design der Webseite. Dann der einfache Sprachstil oder aktuelle Informationen. Dann das nächste wäre Beweis einer echten Firma. Ob diese Firma echt oder unecht ist und es diese überhaupt gar nicht gibt. Persönliche Bilder von den Unternehmer oder Mitarbeiter, Referenzen und Zertifikate, Case Studios, wenig Werbung auf einer Seite oder einfache Kontaktaufnahme. Das wären die 9 Regeln, bei der man schaut, ob die Glaubwürdigkeit da ist oder nicht. Boah, Herr Professor, Sie sind echt der Beste. Heute lerne ich so viel. Aber die nächste Frage wäre, warum muss man bei wissenschaftlichen Arbeiten seine Quellen angeben? Diese Frage ist sehr einfach zu beantworten. Man gibt Quellen an, um fremdes Gedankengut zu erkennen. Denn wissenschaftliches Arbeiten, wie du schon wissen solltest, basiert auf Erkenntnissen von anderen Forschenden. Damit deine Lesenden die ursprüngliche Quelle zurückverfolgen können. Deswegen braucht man eine Quellenangabe. Ich glaube, das war gut formuliert. Das solltest du jetzt verstehen, oder? Ich hätte noch ein paar Begriffe, die du mir vielleicht erklären könntest. Die Validität, die Reliabilität und die Objektivität. Und die Repräsentativität. Also, Validität ist eine Messung, valide, dann misst man das, was man wirklich messen soll. Das war dieser Begriff. Dann Reliabilität. Reliabilität bezieht sich
darauf, ob deine Forschung bei wiederholter Durchführung zuverlässige Ergebnisse liefert oder nicht. Objektivität. Wann ist eine Forschung objektiv? Ist, wenn keine ungewollten Einflüsse durch involvierte Personen entstehen. Und der letzte Begriff war, glaube ich, Repräsentativität. Was versteht man darüber? Lass mich kurz nachdenken. Jetzt habe ich's. Wenn man die angestrebte Eigenschaft von statistischen Erhebungen, die Grundgesamtheit in der ausgewählten Stichprobe möglichst unverzerrt nachzubilden hat. Hast du das verstanden oder soll ich dir diesen Begriff etwas besser erklären? Geht es vielleicht ein bisschen einfacher oder mit anderen Worten? Ja, natürlich geht das. Also es ist repräsentativ, wenn sie auf eine Zufallsstichprobe basiert und Aussagen über die Gesamtheit zulässig hat. Okay, verstanden? Herr Professor, Sie sind wirklich der Beste. Was würde ich ohne Sie machen? Vielen Dank für Ihre Zeit. Sie sind ein guter Mensch. Danke. Gerne, Tobias. Das mache ich doch immer gerne. Aber nächstes Mal passt du ein bisschen auf.